Hey Leute, was geht ab, euch und willkommen hier zu einer Retro Panini Draft Challenge mit der Panini WM 2010er South Africa Sticker Serie. Mit dieser Sticker Serie mache ich ja derzeit das Retro Let's Collect und ich habe mir gedacht, ey komm, wir können doch auch eine schöne Draft Challenge mal draus machen. Retro Draft, ich entscheide, in jedem Pack sind 5 Spieler, 5 Sticker drin, manchmal sind auch Mannschaftsfotos oder Logos drin. Und dann bewertet ihr am Ende des Videos in den Kommentaren das Team von 0 bis 10 Punkten. Und das war's im Prinzip. Eine schöne Panini Draft Challenge. Ich hab Bock drauf. Lasst direkt zu Beginn des Videos einen Daumen nach oben da, falls ihr noch nicht Abonnent seid. Sehr gern kostenlos abonnieren. Und dann geht mal rein auf ein paar Messis und Ronaldos. Ja, oder ein Busquets. Ein Busquets ist auch nicht verkehrt. Busquets ist immer ein super Spieler gewesen. Juan Robin van Persie muss rein. Robin van Persie und der schwebende Schwan. Kennt ihr sein Türchen? Wenn nicht, gebt es einfach mal ein. Robin van Persie Goals. Best Goals. Das kennt jeder Junge von euch. Jeder von euch hat sicherlich, also nicht van Persie eingegeben, aber jeder hat schon mal irgendwie Ronaldo Best Goals und Tricks oder so eingegeben. Einfach so, so geil, das zu machen. Gareth Barry, zack, kommt ins zentrale Mittelfeld. Dann Diarra. Ja, wir müssen Lassana Diarra nehmen. Und ich glaube, Gareth Barry eines der letzten oder der letzte Engländer? Ich muss mir den Sticker rauslegen für Let's Collect, Leute. Ich kann's nicht, ich muss es machen. Ansonsten wird Gareth Barry safe bestimmt der letzte Sticker sein, den ich irgendwie suche. La Quinta Emil Heskey. Ich nehme Ebue mit als Rechtsverteidiger. Oh, Basti Fantasti. Mittelfeld ist komplett. Gareth Barry, Lassana Diarra und Schweinsteiger. Glenn Johnson. Oh, Bravo. Claudio Bravo, Jausi Altidor. Claudio Bravo muss ich mitnehmen, weil Torhüter ist eine sehr wichtige Position. Und Bravo ist ein guter Keeper. Ein solider Keeper. Veron, Josue, Chiellini, Hitzelsberger. Ich muss Giorgio Chiellini mitnehmen, weil ihr seht, Abwehrspieler ist noch nicht vorhanden. Oder Innenverteidiger, besser gesagt. Und Thomas Hitzelsberger hätte ich gerne mitgenommen, aber ihr seht auch, dass das Mittelfeld komplett ist. Und jetzt muss ich in den Sturm. Ich habe so einen brutalen, solche kräftigen Stürmer. Robin van Persie, dann nehme ich einfach André Pierre Gignac. Und ein Sean Ford Phillips. Medina, oh, das ist jetzt ein Bruch. Kann ich das irgendwie anders machen? Ich könnte so ein bisschen spielen. Sean Fred Willett jetzt über rechts, dann mache ich links noch. Jetzt brauche ich noch einen Innenverteidiger und einen linken Mittelfeldspieler. Dann spiele ich so eine Dreierkette, so ein bisschen. Franck Ribéry, wichtig. Franky spielt über links, Junge. Geil. Und jetzt kommt noch ein Deco. Ja, würde ich gern spielen, aber kann ich nicht. Gonzalo Higuain. Alexis Sanchez. Rocket Santa Cruz. Ich rocke Santa Cruz. Ich muss Didi Socorro mitnehmen. Und ich glaube, die Abwehr ist so das kleine Problemkind bei unserem Teamchen heute. Alles andere finde ich eigentlich ganz geil. Ein Van Persie mit einem Gignac im Sturm. Dahinter ein Ribéry, Schweinsteiger und ein Short White Phillips. Dahinter als Sechser Gareth Barry und Lassana Diarra. Hinten drin Chiellini als Boss. Und mit den zwei Elfenbeinküstenspielern vor Chiellini oder seitlich neben Chiellini, Socorro und Emmanuel Eboué. Und hinten im Kasten hält den Kasten sauber, Claudio. Bravo! Und jetzt seid ihr in der Reihe, das Team zu bewerten von 0 bis 10 Punkten in den Kommentaren. Ich bin gespannt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns logischerweise beim nächsten Video wieder. Ciao!